Mima, danke, dass wir hier zusammenkommen können an deinem Sabbattag. Wir hatten schon einige Präsentationen heute an diesem ersten Tag des Camp-Meetings. Wenn wir jetzt eine Frage- und Antwortstunde haben wollen, so bitte ich dich, dass du bei uns bist, dass du diese Zeit segnest, dass Fragen gelöst werden, dass wir besser verstehen, wer du bist und ja, dass wir eins werden im Glauben. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen. 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 Okay, heute Abend haben wir mehr so eine Frage- und Antwortstunde. Und der liebe Bernhard hatte zwei Fragen diese Woche. Bernhard, magst du mich nochmal daran erinnern, was die Frage war, dass wir die als erstes behandeln? Ja, wegen Corona, die eine Frage hat sich ja eigentlich erledigt. Weil da hat ja heute Vormittag Tess einiges gesagt. Das heißt, die Frage hat sich für dich erledigt? Ja, die zweite, ja, aber die erste nicht. Okay, dann wiederhol nochmal die erste. Okay, also ich habe es ja letzte Woche aufgeschrieben. Schauen wir. Mir geht es ja um den Mitternachtsruf, gell? Ja. Was der Mitternachtsruf 1844 war, ist am Ende der Zeit der laute Ruf. Ist diese Aussage richtig? Okay, hat jeder die Frage verstanden? Mhm. Wiederhol nochmal, Rudolf, Bernhard. Also, was der Mitternachtsruf 1844 war, der Mitternachtsruf, das ist der 1844, ist am Ende der Zeit der laute Ruf. Also in unserer Zeit, ja? Ja, genau. Ob diese Aussage richtig ist? Also die Frage ist, ist der Mitternachtsruf der Milleriten gleich lauter Ruf für 144.000, gell? Ja. Diese kleine Gleichung hier. So, um diese Frage zu beantworten, wie würden wir denn an diese Frage herangehen? Was wäre der Lösungsprozess? Der Mitternachtsruf hatte den Zweck, die Menschen aufzuwecken und aus den protestantischen Kirchen herauszurufen. Und wenn wir diesen Ruf geben an die Welt, bezweckt es eigentlich wieder das Gleiche, oder? Ja, was ich versuche, ist, dass wir nicht einfach nur Antworten geben, in dem Fall jetzt diese Frage, sondern was wir uns auch ein bisschen darin trainieren wollen, ist, uns zu lernen, den Prozess, wie wir Fragen beantworten, wie gehen wir da heran. Weil Fragen werden uns, sage ich jetzt mal, andauernd gestellt. Und zwar wird das auch vermehrt von außerhalb der Bewegung sein. Und wir sollten selber lernen, damit wir es auch anderen dann weitergeben, ist, dass wir nicht einfach nur, sage ich jetzt mal, die Antworten auswendig lernen. Das ist so eine typische Sache, wenn man auf einem Seminar ist. Und dann fragt man, was ist das? 9-11. Oder was ist das? Ja, ist am Sonntagsgesetz. Und wenn das nicht passt, dann wird der Mitternachtsruf genannt. Dann hat man so, irgendeine Antwort wird schon stimmen irgendwann, geht man so in seinen Raster durch. Was wir aber anfangen wollen zu lernen ist, den Prozess, wie wir ein Rätsel einer Frage lösen, zu durchlaufen. Macht das Sinn? Mhm. Ich würde zwei Linien untereinander legen, Tamina. Tamina? Ja, nochmal? Zwei Linien konstruieren. Einmal vom Mitternachtsruf und einmal vom lauten Ruf und die untereinander legen und dann sieht man, ob das passt. Okay, das eine Lösungsform. Wo haben wir denn das hier? Eine Lösungsform wäre zwei Linien kreieren.
Hat jemand noch eine andere Idee? Soweit ich weiß, hat die Schwester Weid das selber ein Zitat darüber gesagt, dass der Mitternachtsruf der laute Ruf sein wird. Ist das richtig? Wie würdest du das dann nennen? Naja, es gibt lernen, nicht die Antwort. Ich habe dich nicht verstanden. Kannst du mal wiederholen? Wir wollen den Prozess lernen, eine Frage zu lösen, nicht unbedingt die Antwort. Okay. Deswegen frage ich, wenn du sagst, Ellen Weid hat ein Zitat, was wäre da der Prozess? Beweistexte. Okay, Belegtexte holen. Zeugen suchen. Zeugen. Noch andere Vorschläge? Also in diesem Fall. Gleichnislehre. Bitte nochmal? Gleichnislehre. Aber wie würde ich das jetzt hier anwenden? Jemand sagt, okay, ich suche mal Belegtexte. Was bedeutet, ich gehe mal in die Bibel und gebe lauten Ruf ein oder Mitternachtsruf oder bei Ellen Weid. Jemand hat gesagt, zwei Linienzeichen, das miteinander vergleichen, also zwei Geschichten vergleichen. Aber wenn ich jetzt hier sage, okay, Gleichnislehre, wie wende ich das denn an? Alpha und Omega? Keine Ahnung. Okay, also in diesem Fall würde ich sagen, dass da die erste Aufgabe, die wir machen müssen, wenn wir die Frage haben, der Mitternachtsruf der Minariten, ist das gleich der laute Ruf der 144.000? Dann müssen wir uns welche erste Frage müssen wir stellen? Der Hinweis ist, dass wir uns eine Frage stellen müssen. Und wie würde die lauten? Was war der Mitternachtsruf? Genau, Bernhard. Was war der Mitternachtsruf? Wenn wir nicht wissen, was der Mitternachtsruf der Milariten war, können wir gar nicht wissen, ob das überhaupt der laute Ruf der 144.000 sein wird. Macht das Sinn? Ja. Also der erste Schritt in diesem Fall, den wir tun sollten, ist zurückzugehen zu dem ursprünglichen Objekt. Und das werde ich gleich noch widerlegen. Und fragen, okay, was war denn der Mitternachtsruf zur Zeit der Minariten? Und was war der Mitternachtsruf der Minariten? Was wissen wir da? Hierher der Bräutigam kommt. Okay. Und geschichtlich gesehen, was ist passiert? Wann war der Mitternachtsruf? Also gegeben. 1844. Also wurde gegeben im Jahre 1844. Und noch ein bisschen mehr Info? 15. August. 15. August, ja? Juli bis August? Zeltversammlung in Exeter. Ja, aber die Minariten hatten seit mehreren Jahren schon Zeltversammlungen. In Exeter? Ja, das war. Das ist Teil des Zeitpunktes oder so. Ich suche noch andere Informationen jetzt. Schreiben wir Exeter hin. Und was hat Samuel Snow gesagt? Dass am 22. Oktober Jesus wiederkommt. Das heißt, er hat ein Datum gegeben. Und er hat vorhergesagt, das heißt, wir haben hier eine Vorhersage. Und die Vorhersage geht über was? Über die Wiederkunft. Wiederkunft? Wiederkunft. Okay, also ich denke, wir sind eigentlich recht vertraut
was der Mitternachtsruf der Minariten war. Wir wissen erstmal historische Fakten, wie wann es war, was passiert ist, wer ihn gegeben hat. Wenn wir das Ganze lehrmäßig betrachten, sehen wir, dass der Mitternachtsruf eine Botschaft war, die eine Vorhersage über die Wiederkunft Christi war und ein Datum genannt hat. Können wir das so festhalten? Ja. Okay. Warum wird es der Mitternachtsruf genannt? Weil es in der Mitte des Weges war. Nein. Midway ist in der Mitte des Weges, aber nicht der Mitternachtsruf. Weil da alle schliefen. Okay, und woher wissen wir, dass die alle schliefen? Matthäus 25. Okay, danke, Trudi. Halt den Gedanken fest, darauf kommen wir zurück. Bernhard nochmal. Letzte Gemeinde, Laodicea-Gemeinde. Waren die Milariten damals schon Laodicea? Im Jahr 1844? Nein. Nein, es war noch Philadelphia. Ja, das wussten wir eigentlich gar nicht. Eine Frage, was bedeutet es, wenn man schläft? Ich habe keine Botschaft mehr. Wie beweisen wir das? Was ist Schlafen noch alles? Ja, die Zeit war abgelaufen. Die Milleriten hatten nichts mehr zu sagen. 21. Das heißt keine Botschaft. Was ist noch typisch in der Bibel, wenn man schläft? Ich habe es akustisch. Akustisch. Nicht verstanden, doch. Was sagt die Bibel? Was sind es noch für das Symbol Schlafen? Was ist das in der Bibel noch? Geistliche Finsternis. Was sagt, dass es keine Botschaft ist? Gibt es noch geistliche andere? Finsternis. Geistliche Finsternis? Das ist ein Zustand, wo man an nichts mehr teilhat. Zustand, wo man nichts mehr teilhat. Was war mit Lazarus? Könnt ihr euch noch erinnern? Jesus sagt, ja, er schläft nur, aber eigentlich war er? Tot. Tot. Das ist eigentlich das, was wir als Adventisten oftmals als erstes draufgehen, wenn wir sagen schlafen. Aber gut, wir haben jetzt mehrere Sachen. Tot sein, geistlicher Tod oder geistliches Schlafen, keine Botschaft haben. Das sehen wir auch alles in Offenbarung 3, die Botschaft an Laodicea. Jetzt möchte ich euch kurz nur, das ist nur ein kleiner Umweg, ich lese es nicht vor, weil es auf Englisch ist und es würde jetzt zu weit führen, aber dieses Zitat ist sehr wichtig. Das wurde von Lovegrove festgehalten im Jahre 1905, stammt aber ein paar Tage vor dem 22. Oktober von einem Mann, den wir alle kennen sollten, nämlich George Storrs. Wer war George Storrs? Kein Leben nach dem Tod, hat er gesagt. Genau. George Storrs war der Millerit, der den Adventisten, den Milleriten beigebracht hat, das Schlafen, das tote Schlafen und nicht irgendwie in den Himmel oder in die Hölle gehen. Und dieser George Storrs macht eine Aussage kurz vor dem 22. Oktober 1844. Und Lovegrove tut es in seinem Buch Great Second Advent Movement 1905 nochmal aufgreifen. Und auf dieser Seite zitiert er diesen George Storrs vom 3. Oktober 1844. Und George Storrs sagt, dass das Schlafen der Milleriten vom 19. April an, bis dann der Mitternachtsruf gegeben war, war, dass sie keine Zeit hatten. Und jetzt, dadurch, dass Zeit gegeben wurde, und Exeter dieses Datum, diese Vorhersage,
sind die Jungfrauen aufgewacht. Das heißt, wenn wir als Adventisten sagen, wir schlafen, dann schlafen wir warum? Anhand von George Storrs, der Gründer oder ja, sehr wichtiger Pionier ist, vor allem über die Thematik Schlafen, Tote oder nicht. Er ist Experte, was das Schlafen angeht. Und aufgrund seiner Aussage, Adventisten am Schlafen, wieso? Wieso schlafen wir als Gemeinde? Weil es keine Botschaft da ist. Weil wir keine Zeit haben. Ja, ja. Darum schlafen die Adventisten. Und Gott, 2018, Sommer in Italien, hat dieser Bewegung wieder das Werkzeug der Zeit gegeben. Wir wissen, dass seitdem wir dahinter stehen, dass wir wieder Zeit setzen müssen. Die Frage, wie das gemacht wird, ist jetzt anders. Wir müssen mit einer Methode daran gehen. Aber das bedeutet, wenn diese Bewegung wieder Zeit setzt, aufgrund von George Storrs, was bedeutet das? Ist diese Bewegung am Schlafen oder nicht? Nein. Nein. Was bedeutet, es könnte viele Dinge bedeuten. Es könnte bedeuten, dass wir nicht Laodicea sind, weil Laodicea schläft. Es könnte aber auch bedeuten, dass der Mitternachtsruf hier ist, weil die Jungfrauen aufgewacht sind. Und dann im Adventismus, die große Anzahl von Menschen sagt ja, dass wir nicht Zeit setzen dürfen. Dann hast du jetzt aber auch Konservative, die anfangen, Zeit zu setzen. Siehe jemand wie Walter Falk. Und wir wissen, dass Walter Falk unser Gegenpol ist. Er ist die Fälschung von dieser Bewegung innerhalb des Adventismus. Deswegen wundert es uns nicht, dass auch er mit Zeitsetzung anfängt. Gut, das war jetzt aber nur ein kurzer Umweg. Wir haben die Frage, ist der Mitternachtsruf der laute Ruf für die 144.000? Wir wollen lernen, wie man eine Frage dekodiert. Ich habe gesagt, als erstes sollten wir wissen, was denn der Mitternachtsruf der Minoriten überhaupt war. Wir haben historische Fakten gesammelt und wir wissen, dass es eine Botschaft war, die die Wiederkunft Christi vorhersagt. So, den zweiten Schritt, den wir tun sollen, nachdem wir jetzt die Millerittengeschichte kennengelernt haben, ist, wir sollten dahin gehen, wo die Trudi uns hingeführt hat. Trudi, wo hast du uns hingeführt? Matthäus 25, weil jene Geschichte sich wiederholen wird in der Milleritenzeit. Oder meinst du das? Ich meine Matthäus 25. Gut. Und welches Gleichnis haben wir da? Ja, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. So, die Milleriten haben nämlich einfach nur Matthäus 25 geklaut. Das heißt, um diese Frage wirklich zu beantworten, müssen wir zur Milleritengeschichte, wir müssen dann aber auch noch tiefer graben und wir müssen selber das Gleichnis aufgreifen und sagen, was das Gleichnis uns lernt. Und jetzt sind wir zurück zu Alins Punkt, nämlich Gleichnislehre. Das heißt, wir müssen die Milleritenzeit verstehen, wir müssen das Gleichnis verstehen, um überhaupt dann sagen zu können, was denn Matthäus 25, dieses Gleichnis, in unserer Zeit ist. Und ich habe eine Frage. Wir kennen alle dieses Gleichnis in- und auswendig. Aber jetzt tun wir gerade mal den Schlusspunkt aufzeichnen. So, wir haben, oder vielleicht machen wir doch alles. Ich hoffe, ihr seht es. Vielleicht wird es wieder ein bisschen klein. Also, wir haben 10 Jungfrauen. 10 Jungfrauen bereiten sich vor. Das kürzen wir hier jetzt ein bisschen ab. So, und jetzt warten Sie. Und was passiert mit dem Bräutigam? Sie warten auf den Bräutigam und was passiert? Er verzögert sich. Er verzögert. So, und dann irgendwann in der Nacht passiert was? Ein Schrei.
Und wann ergeht dieser Schrei? Mitternacht. Okay, also wir haben hier mehrere Details. Wir sehen hier, dass um Mitternacht ein Ruf ergeht. Und dieser Ruf geht um was? Dass der Bräutigam kommt. Der Ruf geht um Bräutigam kommt. Entschuldigung. Und dann kommt der Bräutigam. Wir gehen jetzt nicht auf alle Details ein. Wir wissen, dass in dieser Zeit, während der Ruf gegeben wird, passiert was? Wir haben hier eine Trennung in zwei Gruppen. 5 Weise, 5 Törichte. Beziehungsweise, das ist nicht detailgetreu, hier demonstrieren sich nur die 2 Gruppen, die bereits schon hier hinten erschaffen wurden. Weil wir wissen von Anfang an das Gleichnis, dass du 5 Törichte hast und 5 Weise. Weil die gehen aus. Aber erst hier, wo sie ihre Lampen wieder anmachen sollen, merken wir ein, ja, wir haben überhaupt kein Licht, gehen und noch Licht kaufen, während die anderen Licht haben. Und man sieht hier 2 Klassen komplett demonstriert. Der Bräutigam kommt, er nimmt die eine Gruppe mit. Und wo geht's dann hin? Wenn der Bräutigam kommt und die 5 Weisen mit sich nimmt, wo gehen sie dann hin? Zur Hochzeit. Hochzeitsmahl. Zur Hochzeit. Und während sie bei der Hochzeit sind, was passiert mit der Tür? Die wird geschlossen. Die ist geschlossen. Und dann haben wir das Szenario, wo die Törichten kommen, die Tür wird aufgetan und wird ihnen gesagt, ich kenne euch aber nicht, die Tür ist zu und sie müssen draußen bleiben. So, ich habe jetzt eine Frage. Wer ist der Bräutigam? Jesus. Jesus. Und wer sind die Jungfrauen? Jetzt wird es schon ein bisschen härter. Also, welche Jungfrauen? Die 10 Jungfrauen. Achso. Die Meleriten damals. Woher weißt du das? Was ist eine Jungfrau in der Bibel? Lass uns einfach nur mal ganz sachlich die Symbole dekodieren. Was ist eine Frau in der Bibel? Und obendrauf, dann ist es dann eine Jungfrau. Eine Kirche, eine reine Kirche. Hallo Raquel, schön, dass du da bist. Also wir haben Hallo. Eine Gemeinde, die eine Frau darstellt. Und wir sehen dann, dass es eine Jungfrau ist. Das heißt, es ist eine reine Jungfrau. Eine reine Gemeinde. Interessant ist, dass die Gemeinde aber 2 Gruppen beinhaltet und beide Gruppen sind Jungfrauen. Sehr interessant, oder? Weil normal denken wir ja so, die 5 törichten Jungfrauen sind so schlecht. Aber sie sind Jungfrauen. Okay. Der Bräutigam kommt und er holt diese Jungfrauen ab und er geht zur Hochzeit. Jetzt frage ich euch, der Bräutigam ist Jesus. Dann frage ich mich, wann kommt Jesus und wann ist die Hochzeit? In der Milleritenzeit jetzt, oder wie meinst du das? Ganz genau. Was wir machen müssen ist, wenn wir eine Frage haben, dann müssen wir ganz, Pamina nennt das immer so, intellektuell ehrlich sein, dass wir wie ein weißes Papier sind. Wenn wir Vorwissen mit reinbringen, dann neigen wir dazu, voreingenommene Meinungen zu haben, welche uns eventuell blockieren, etwas Neues zu lernen. Das heißt, wir können schon Vorwissen mit reinbringen, aber, also hier zum Beispiel die historischen Fakten und so weiter, aber wenn es jetzt heißt, okay, der Bräutigam, die Hochzeit, ja, sind es die Mileriten, das muss doch in der Mileritenzeit sein oder so, da müssen wir vorsichtig sein, dass wir
ja, uns nicht selber blockieren. Also denken wir mal ganz einfach, Jesus ist der Bräutigam. Und dann fragen wir uns, wann kommt Jesus, weil der Bräutigam kommt, Jesus kommt. Wann kommt Jesus und wann ist die Hochzeit? Bei der Wiederkunft. Interessant. Jetzt fangen wir an und zu sagen, der Bräutigam, Jesus, kommt an der Wiederkunft. Und wann findet die Hochzeit statt? Ich denke an diese Zeit, wenn das neue Jerusalem kommt und Jesus. Und das ist das Hochzeit, oder? Ende der Gnadenzeit. Kann ich noch mal vorher anfangen, wie das im Orient war? Da war das doch so, dass die Jungfern gewartet haben, der Bräutigam kommt und geht zum Haus der Braut und dann wurde das Hochzeitsmahl gehalten. Ja, aber die Jungfrauen, waren die nicht oft mit der Braut zusammen? Haben die nicht bei der Braut gewartet? Aber wir haben die Braut in dieser Geschichte nicht. Ja, aber die Jungfrauen haben immer draußen gewartet, nicht im Haus, wo die Braut war. Die Jungfrauen waren immer um die Braut rum. Die Jungfrauen haben nicht beim Bräutigam gewartet, weil der hatte ja auch seine Zeugen oder wie man das nennt. Die Jungfrauen waren mit der Braut. Aber die Braut steht nicht draußen auf der Straße. Die Braut ist auch nicht Teil dieser Geschichte. Nein, das nicht, aber die Jungfrauen sind Teil des Zuges, um sich mit dem Bräutigam einzuschließen. Der Zug geht dann zur Braut, wo die ansässig ist, wo die dann abgeholt wird, um gemeinsam dieses Hochzeitsmahl zu halten. Deswegen kommt der Bräutigam, trifft die Brautjungfern und dann wird die Braut geholt. Okay, kommen wir zurück zu dem, was Silvi gesagt hat. Wann kommt Jesus? Wann kommt Jesus? Jesus ist der Bräutigam. Ja, ich habe es gesagt. Hat sie nicht gesagt, bei der Wiederkunft? Das ist die Wiederkunft. Ja. Das heißt, wenn dieser Bräutigam kommt, sagen wir, hier ist der Ruf und irgendwann... Hier kommt dann der Bräutigam und sie tun sich alle verbinden. Damals gab es noch kein Corona, kein Social Distancing und sind dann zusammen zur Hochzeit gegangen. Das heißt, hier, dieser Punkt ist die Wiederkunft und die Hochzeit, wie Raquel gesagt hat, würde ich auch sagen, ist das neue Jerusalem. Tamina, kann ich noch was sagen? Ja. Ich würde sagen, dass die Hochzeit nicht das neue Jerusalem ist, sondern wenn Jesus die Toten auferweckt und mit den 144.000 zusammen in den Himmel geht. Da ist er doch mit seinen Erlösten vereint. Das ist die Wiederkunft. Wir müssen vorsichtig sein. Erinnert euch an Matthäus 13. Wer ist die Pflanze? Wer sind die Diener? Die gute Pflanze sind die Kinder Gottes. Und die Diener waren wir, oder? Und wir sind nicht die Kinder Gottes? Ja. Tamina? Ja? Es kommt auf den Blickwinkel an. Das hat doch Tess immer und immer wieder versucht zu erklären. In einer Geschichte ist es so und in einer anderen Geschichte anders. Genau, das ist genauso wie Matthäus 13. Wenn man die Geschichte so betrachtet, von der Perspektive der Diener, sind wir die Diener, spiegeln den dritten Engel wieder, aber drehen wir die Perspektive, sind wir die Pflanze, die wächst und getestet wird. Einmal testen wir und einmal werden wir getestet. Und das Gleiche findet mit diesem Modell der Eheschließung oder der Heirat. Einmal tut Gottes Volk, ich sage jetzt mal Adventisten, einmal spiegeln wir
die Jungfrauen wieder und einmal spiegeln wir die Braut wieder. So, deswegen habe ich aber bereits schon gesagt, hier ist die Braut nicht involviert. Das heißt, wir sollten uns jetzt nicht verwirren, dass wir technisch gesehen auch die Braut sind. In diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, sind wir die Jungfrauen, die den Bräutigam begleiten. Das heißt, die Hochzeit kann nicht sein, wo Jesus uns abholt. Weil das ist ja hier die Wiederkunft, ist ja das, wo der Bräutigam die Jungfrauen mitnimmt und jetzt zur Hochzeit geht. Das heißt, die Hochzeit ist hinter der Wiederkunft. Weiß ich nicht, aber nicht deine. Okay. Kommen wir zurück. Wann, machen wir es vielleicht leichter, bevor wir hier gehen. Wann hat sich Jesus denn verzögert? Rodolfo, du hast es vorhin erwähnt. Oder ein bisschen angedeutet. Wie, wo ich gesagt habe, Ende Gnade, nee, weiß ich jetzt gar nicht. Ende Gnadezeit oder wie, wo meinst du? Wann verzögert sich der Bräutigam? Wann hätte er kommen sollen und wann kam er nicht? Ersten Tag des 1844. 1844. Durch das, durch die Informationen, die wir mittlerweile haben bezüglich 1863 und so weiter, schreibe ich jetzt hier einfach nur hin, Milleritenzeit. Der Bräutigam, erstens, die Jungfrauen, die Milleriten, haben sich vorbereitet. 1840 bis 1844. Jesus hätte kommen sollen in ihrer Zeit, aber er verzögert sich. Und hier haben wir die Verzögerungszeit. Und dann, wann, jetzt kommt die schwere Frage, wann ist Mitternacht, wo der Ruf ergeht, wo sich zwei Gruppen vollständig demonstrieren? Wir wissen schon, es ist nicht die Milleritenzeit, es muss in unserer Zeit sein. Ein Tipp, hier sehen wir, dass der Bräutigam kommt. Er ist bereits auf dem Weg. Wann ist Mitternacht? Ein weiterer Hinweis, dafür, dass der Bräutigam kommen kann, muss er was tun. Ich mache es euch vor. Aufstehen. Der Bräutigam muss aufstehen und er muss gehen. Und das ist jetzt der letzte Hinweis. Was ist das Aufstehen des Bräutigams? Tamina. Daniel 12,1. Daniel 12, Vers 1. Silvi wollte was sagen. Ich habe den Faden verloren, weil du hast gesagt, etwas mit unserer Zeit. Mit was? Ist Daniel 12 nicht in unserer Zeit? Wie? Ist Daniel 12 nicht in unserer Zeit? Doch, aber Ellen White hat doch gesagt, dass sich die Geschichte der Jungfrauen buchstäblich wiederholen wird. Das heißt, dann haben wir zwei Geschichten. Sei vorsichtig. Das, was wir vorher über die 10 Jungfrauen und so weiter wussten und die Zeit der Milleriten, darf uns nicht daran hindern, tiefer zu graben und die ursprüngliche Wahrheit herauszusuchen. Weil wenn wir jetzt dieses Gleichnis betrachten, ist es relativ logisch, dass der Mitternachtsruf der Ruf ist, die Vorhersage, dass Jesus kommt, welches die Wiederkunft ist. Er nimmt uns mit sich zu der neuen Erde, zu der Braut Jerusalem, die bereitet ist wie eine Braut für ihren Bräutigam. Jesus hat sich in der Minaritenzeit verzögert und die Jungfrau, seine Gemeinde, ist seitdem eingeschlafen. Hier wacht sie auf. Es sind zwei Gruppen, Törichte und und Weiße. Und die Weißen geben diesen Ruf. Sie geben diesen Ruf
Jesus kommt, die Wiederkunft, und sie sind Teil der Hochzeit. Und das ist etwas, was wir auch in der ersten Vision von Ellen White sehen, weil sie sagt, dass Tag und Stunde gegeben wird, wann Jesus kommt. Das heißt, wenn wir Methode anwenden, dann kriegen wir hier dieses ursprüngliche Bild von Matthäus 25. Und dies wiederum erklärt uns auch, was die Millariten eigentlich gemacht haben. Die Millariten dachten ja, der 22. Oktober 1844 ist die Wiederkunft Christi. Somit haben sie um Mitternacht Boston, Exeter angefangen, diese Botschaft zu geben, weil sie dachten, Jesus kommt. Das heißt, was wir eigentlich verstehen müssen, was denn die Mitternachtsrufbotschaft ist, ist, dass es eine Vorhersage ist, dass der Bräutigam kommt und basierend auf Zeit. Das ist, was Matthäus 25 uns lehrt. Das ist, was die Milleritenzeit uns lehrt. Das ist, was George Storrs uns beibringt. Und dann ist die Frage, okay, was ist es in unserer Zeit? Eigentlich ist es vom Ende der Gnadenzeit zur Wiederkunft Christi, dieses Gleichnis. Aber wir wissen, dass diese Bewegung der Prophet Gottes ist und Propheten haben welche Macht, sage ich jetzt mal. Was dürfen sie? Eine Botschaft geben. Sie dürfen Gleichnisse der Vergangenheit, Geschichten der Vergangenheit nehmen und was machen? Auf unsere Zeit anwenden. Auf unsere Zeit anwenden. Das heißt, wir können jetzt dieses Prinzip der Mitternachtsrufbotschaft nehmen. Und wo ist die Mitternachtsrufbotschaft? In unserer Zeit. 2018, Oktober oder September, Oktober. Wenn wir unsere Linie betrachten, und ich tue jetzt noch schnell das Agrikulturmodell hier einfügen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Da sehen wir, dass hier, das war April 44. Das hier war der 22. Oktober 44. Das ist ein Studium, mit dem sind wir, glaube ich, weitgehend vertraut. Wir haben gesagt 2014, das hat uns die Clara, glaube ich, auch langsam beigebracht. Das war die Mitte des Weges zwischen April und Oktober. Ab hier ist dieser Ruf gegeben worden. Hier ist Boston, Concord und hier ist Exeter. Und Exeter, 15. August, Raquel, was war was? September, Oktober 2018. Wir markieren einfach 2018. Von 2018 bis zum 9. November wurde die Mitternachtsrufbotschaft für die Priester gegeben. Wir wissen aber, für die 144.000, wie sieht dieses Bild aus? Das ist einfach ein größeres Bild. Wir haben 1989, wir haben 9/11. Wir haben die Wiederkunft. Wir haben das Ende der Gnadenzeit. Und was ist 2014 für die 144.000? Welche Art von Wegmarke? Sonntagsgesetz. Das Sonntagsgesetz. Das heißt, wir haben hier das Sonntagsgesetz, wir kennen das Datum nicht. Wir wissen, zwischen dem Sonntagsgesetz und dem Ende der Gnadenzeit von Ellen White wissen wir, was wird da gegeben? Der Ruf.
Der laute Ruf. Großer Kampf, Kapitel 38. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass das, was wir hier gemacht haben, eine Anwendung ist und nicht der Ursprung. Das hier ist der Ursprung, wie das Gleichnis erklärt werden müsste. Aber wir können das auf uns anwenden, siehe Priester, siehe 144.000, und auf einmal ist dieser Ruf seit 2014, der gegeben wird, oder dass er am Sonntagsgesetz gegeben wird. Und was muss dieser Ruf beinhalten, um ein Mitternachtsruf sozusagen zu sein? Zeit. Es muss eine Vorhersage sein, eine Botschaft über eine Vorhersagung, welche Zeit mit sich trägt. Das heißt, wenn wir auch an den lauten Ruf kommen, großer Kampf, Kapitel 38, es muss eine Botschaft sein, die auch Zeit beinhaltet. Hat das Sinn gemacht, dieses Studium? Ich habe mich gefragt, wieso der Sonntagsgesetz gleichgestellt wird mit 2014. Weil ich meine, 2014 ist ein Sonntagsgesetz, aber ist es nicht die gleiche Sonntagsgesetz wie in die Linie von 144.000? Dann ist die 2014 in das Frühregen. Ja, eine Frage. Hat jemand die gleiche Frage wie Raquel? Weil neulich, ich glaube, es war letzten Sabbat, haben wir genau 2014 und das Sonntagsgesetz behandelt. Hat jemand diese Frage noch? Nein, für mich hat sich das geklärt. Für mich auch. Weil dann... Dann muss ich mir das Studium von letzter Woche sehen. Genau, dann würde ich vorschlagen, Raquel, dass du einfach das Video von letzter Woche anschaust. Das heißt nämlich, warum es kein Sonntagsgesetz geben wird. Mhm, okay. Und da haben wir das zusammengefasst bezüglich 2014. Okay. Also nochmal zusammenfassend. Wir haben eine Frage. Wir wollen nicht nur stur Antworten lernen. Wir wollen versuchen, mehr in den Prozess einzutauchen. Wir haben nette Lösungen bekommen. Mein Vorschlag war, dass wir als erstes zurück in die Geschichte gehen und verstehen, was ist denn der Mitternachtsruf überhaupt gewesen, der Milleriten. Wir haben Daten gesammelt, wir haben erkannt, was der Mitternachtsruf war. Wir wissen aber, dass die Milleriten praktisch ein Gleichnis auf ihre Zeit angewandt haben. Und das war das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Das heißt, was wir machen müssen, ist, dass wir in dieses Gleichnis eintauchen. Und wir sehen eigentlich, dass dieses Gleichnis uns Folgendes lehrt. Dass die Milleriten Jungfrauen waren, die sich vorbereitet haben. Dann verzögerte Gott aber. Jesus kam nicht in der Milleritenzeit. Wir haben eine Verzögerungszeit und der Adventismus schläft. Er ist Laodicea geworden. Und dann kommt um Mitternacht ein Ruf, welches bedeutet, wo gesagt wird, dass der Bräutigam kommt. Der Bräutigam ist Jesus, der zuvor aufgestanden ist, Daniel 12, Vers 1, seine Gemeinde abholt, um Hochzeit zu feiern. Das ist, was dieses große Bild, dieses Gleichnis uns lehrt. Da diese Bewegung der Prophet Gottes ist, so wie damals es die Milleriten waren, haben wir das gleiche Recht wie die Milleriten. Nämlich das Recht eines Propheten ist, dass man biblische Geschichten, Dinge, die passiert sind, Gleichnisse, nehmen kann und auf seine eigene Zeit anwenden kann. Und genau das machen wir, indem wir es einmal für die Priester anwenden, welches ein kleineres Bild ist, und für die 144.000, welches ein größeres Bild ist, aber nicht ganz so groß wie da. Und hier sehen wir, dass der Mitternachtsruf von 2014 bis 2019 gegeben wurde. Und was ist 2018 passiert? Es war eine Vorhersage über diesen Zeitpunkt und er hatte ein Datum inklusive, 9. November. Und die 144.000 werden das gleiche erleben, und zwar zwischen dem Sonntagsgesetz, Daniel 11, Vers 41,
und dem Ende der Gnadenzeit. Weil Ellen White sagt uns, da wird der laute Ruf gegeben. Großer Kampf, Kapitel 38. Ja, das heißt, auch hier sehen wir, dass der laute Ruf eigentlich eine Warnung vor diesem Datum ist. Hier. Somit könnte man sagen, ist der Mitternachtsruf gleich der laute Ruf? Ja, aber wenn man diese Frage beantworten möchte, würde ich genau diesen Umweg gehen, damit Leute mehr das ganze Bild verstehen. Und vielleicht können wir jetzt ein bisschen besser Parmenter verstehen, wenn er Fragen beantworten will, wie viel er rumgeht, weil er merkt, wenn er einfach nur Antwort geben würde, hätten wir dabei nichts gelernt. Und heute Abend hätten wir das hier nicht gelernt. Hat es Sinn gemacht? Ja. Bernhard, auch für dich? Ja, er hat passt. Okay. Ich hatte noch eine weitere Frage die Woche, die sehr interessant war. Die heben wir aber uns für nächste Woche auf, weil ich denke, das ist eine sehr schöne Frage, um nochmal, wieso hier, eine Übung zu machen. Und als Hausaufgabe könnt ihr alle mal 1. Korinther 6, Vers 10 lesen. Und ein bisschen in der Woche, während der Woche drüber nachdenken. Und nächste Woche behandeln wir das. Jetzt, 1. Korinther was? 1. Korinther 6, Vers 10. Okay, danke. Bevor wir aber jetzt noch abschließen, wir haben noch ein paar Minuten und hätten noch Zeit für kürzere Fragen. Und ich weiß, dass ein paar von euch noch kürzere Fragen hatten. Marlin hat noch eine Frage. Ja? Ja, ich habe es ja schon geschrieben mit dem Spirit, Form, Character and Mindset. Tu deine Frage nochmal sagen. Ja, Pamina und Tess haben halt heute immer wieder diese Sätze halt von Spirit, Form und Denkweise und Charakter und so benutzen. Ich habe das nicht ganz verstanden, wie sie das verwendet haben und wieso. Kannst du den zweiten Teil nochmal deiner Frage wiederholen? Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Eben, sie haben immer wieder dieses Denkweise, Geist, Form und Charakter, diese Wörter benutzt und ich weiß nicht, wieso dass sie diese Wörter benutzt haben und wie das gekommen ist und was das Prinzip dahinter ist. Könnte ich das beantworten? Warte kurz. Jutta, ist es ähnlich wie deine Frage? Kann ich gar nicht irgendwie sagen, weil das war heute mit dem Parmin, da stand ich irgendwie wie der Ochs am Berge. Ja. Okay, also ich habe von mehreren das ein bisschen gehört, wo es heißt, was ist das mit diesem Apis-Bullen? Ich komme da nicht raus und ich verstehe das nicht. Was hat das eigentlich auf sich? Also, das ist nicht, also der Apis-Bulli, das verstehe ich schon, aber das andere hat das, diese Sätze nicht, diese Wörter. Manchmal, wir haben zwei Probleme. Erstens ist es eine andere Sprache, zweitens es sind geistliche Dinge, die behandelt werden. Zum Beispiel Courtship. Courtship kannst du nicht in Deutsch übersetzen. Oder wir hatten auch so einen Fall, wo wir eine Zeitperiode hatten, wo wir ein Studium hatten, wo wir eine Zeitepoche The Binding Off genannt hatten, die Zeit des Zusammenbindens. Kann mir einer erklären, was das... Es klingt nach Deutsch, aber was bedeutet das? Das heißt, wenn wir Studien machen, einmal haben wir die Schwierigkeit, dass wir manchmal englische Wörter nicht wirklich ins Deutsch übersetzt kriegen. Siehe das Wort Courtship. Das andere Problem ist, das wir haben, ist, dass wir durch das Studium der Linien gewisse Prinzipien, Konzepte kennenlernen,
die man aber nicht sehr gut in der deutschen Sprache, und ich bin mir sicher, das haben die anderen Sprachen auch, die man nicht wirklich in Worte fassen kann. War das so relativ deutlich? Ja. Also das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Aber ich meine, die Sache da ist, das Prinzip zu verstehen. Und wenn man das Prinzip versteht, dann... Wenn ich es verstanden habe, was ich gerade gesagt habe, was die Schwierigkeit ist. Mhm. Weil das müssen wir verstehen. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir anfangen, an der Lösung zu arbeiten. Und da es jetzt nicht mehr so viel Zeit ist, schnappe ich mir die Zeit einfach, um zu versuchen, das Ganze abzurunden und zu sagen, was ist eigentlich die Lehre des Studiums, was steht da hinter sich. Okay. Tut mir leid. So, also, erstens das, Schwierigkeiten mit Wörtern und Erklärungen in einer anderen Sprache. So, die Frage, das, was wir jetzt vermehrt hören, ist, dass das Studium von dem Artbisbullen wichtig ist. Es ist sehr einfaches Studium. Es ist nicht hochkomplex, aber es hat eine ziemlich große Auswirkung. So, hier wieder die Frage, welches ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen? Was ist ein Apisbulle? Was ist denn der Apisbulle? Wenn wir recherchieren würden, würden wir wissen, dass die Ägypter Kühe verehrt haben und besonders Bullen, besonders dieser primäre Gott, den sie hatten, war der Apisbulle. Also sie haben diesen Apisbullen als Gott verehrt. So, warum ist das wichtig? Das wichtig ist, weil wir sehen, dass Gottes Volk in Ägypten war. Gottes Volk ist in Ägypten, kommt in die Wüste und soll eigentlich ins gelobte Land. So, dazwischen drin haben wir das goldene Kalb. Und was kreieren sie? Hier. Einen neuen Gott? War der neu für Sie? Nein, aber wieder hergeholt. Das heißt, Gottes Volk hat in Ägypten gelernt, wie man Gott anbetet. Nämlich den Apisbullen. So, Gott möchte sie aber aus Ägypten rausholen. Warum? Damit sie seine Gebote wiederhalten. Weil er sagen möchte, ich möchte, dass ihr mich kennenlernt und dass ihr mich anbetet. Also, warum Gott sein Volk aus Ägypten rausholt, durch die Wüste schickt, um ins gelobte Land zu kommen, ist, damit sie ihn anbeten. Und die 10 Gebote? Erste Gebot, ich bin der Gott. Zweite, ihr sollt keinen Götzen anbeten. Sie wussten aber natürlich nicht, beziehungsweise, beim kleinsten Problem gehen sie zu dem zurück, was sie in Ägypten kannten. Aber jetzt haben sie ein goldenes Kalb kreiert, nicht weil sie diesen Apisbullen anbeten wollten, sondern sie haben einfach nur Gott, den sie sich vorgestellt haben, Jehova, ich nenne jetzt Jehova, um zu verdeutlichen, welchen Gott wir meinen, und haben sie in eine Form gegossen. So, da ich selber noch nicht präsentiert habe, muss ich ein bisschen überlegen, wie macht man das. So, dieser Götze, wo Gott sagt, wir sollen keine Götzen anbeten, hat 2 Dinge. Ein Götze hat immer eine Form. Versteht ihr, wenn ich das sage, Form, Aline? Ja. Das ist der buchstäbliche Götze, siehe goldene Kalb. Macht das Sinn? Ja. Das Sichtbare, ne? Genau, sichtbar. Buchstäblich. Buchstäbliche Form. Aber der Götze hat nicht nur eine buchstäbliche Form, siehe jetzt Buddha oder ein Kalb oder
ja, was auch immer so für Götter man aus dem Heidnischen hat, ja. Wir könnten den Adler der Römer nehmen, wir könnten den Löwen der Babylonier nehmen. Also man kann, der Götz hat immer eine Form, ein buchstäbliches Dasein. Aber eine Frage, fragt euch, warum haben die Römer den Adler gewählt und die Babylonier haben aber den Löwen gewählt? Warum nehmen die nicht beide den Adler? Warum nimmt nicht jeder in Bulle? Warum ist das? Weil sie verschiedene Eigenschaften haben. Genau, und das könnten wir jetzt Charakter nennen. So ein Götze hat immer eine Form, wie er aussieht, aber er hat auch eine Charaktereigenschaft. Ja? Die Römer haben den Adler genommen, weil er so gut gesehen hat, so schnell war und fliegen konnte. Die Babylonier haben den Löwen genommen, weil er so stark und mächtig war. Also ihr seht, jeder Götze hat unterschiedliche Charaktereigenschaften. Und dieses Studium über den Apisbullen zusammengefasst, geht darum, dass Gott sein Volk aus Ägypten rausholen möchte ins gelobte Land, damit sie ihn anbeten. Das Problem aber des alten Israels war, dass sobald eine Schwierigkeit kam, sie einfach praktisch Gott, Jehova, in eine Form gegossen haben. Das, was Gott eben nicht wollte. Er sagt, ihr sollt keine Form kreieren. Warum sollen wir keine Form von Gott kreieren? Erinnert ihr uns daran? Weil wir nicht wissen, wie er ist. Wir wissen nicht, wie er ist. Es wäre eine Verminderung seines Daseins, wenn wir versuchen wollen, ihn in eine Form zu gießen. Aber die Juden wussten nichts Besseres, so haben sie es ja in Ägypten gelernt, also sagen sie, okay, wir machen hier einfach eine Form. Aber die Jahre vergehen, was passiert mit dem Volk Gottes immer? Was war in der Zeit von Gideon, von den Philistern, von Samson, von den Richtern? Was passiert immer mit dem Volk? Was war mit Salomo das Problem? Und dann die ganzen Nordstaaten. Was war alles deren ihr Problem? Sie sind wieder abgefallen von Gott. Aber wie? In ihrer eigenen Vorstellungen von Gott. Nicht die Antwort, die ich suche. Gehorsam. Wie hat sich das demonstriert? Rebellion. Das ist einfach nur historisches Wissen. Was haben die Juden immer in dieser Zeitperiode gemacht? Immer Rebellion, oder? Wie hat sich das demonstriert? Götzenanbetung. Genau, sie sind zu Götzen gegangen. Wir sehen ganz schnell, wenn wir historisch durch die Fakten gehen, dass in der Zeitperiode der Richter sowohl auch viel auch noch der Könige, dass viel Götzenanbetung passiert ist. Das war auch das Problem von Jeremia, was im Land Gottes passiert ist. Das heißt hier kreieren sie sich die Form. Das ist der Abfall. Und in der ganzen Zeit des gelobten Landes tun sie von Gott abfallen, indem sie die Form kreieren. Hier. Sie tun sich buchstäbliche Götzen machen und sagen, ja, das ist doch Jehova, hier in der Form. Gott sagt, nein, das will ich aber nicht. Und dann, irgendwann sagt Gott, so, jetzt reicht's. Zedekia ist der letzte König und dann kommt was? Gericht. Und wer ist das Gericht? Wo gehen sie hin? Babylon. Nach Babylon. Sie gehen nach Babylon. Entschuldigung, ich bin ein bisschen Babylon. So, nach Babylon kommen sie wieder ins gelobte Land.
Ich kürze das ein bisschen hier ab und schreibe hinten Ende des alten Israels hin. So, nachdem sie von Babylon zurückkamen, haben sie dann immer noch, sind sie dem Götzendienst verfallen, haben sie sich buchstäbliche Götzen in ihr Haus gestellt und haben diese angebetet? Nein. Nein, das haben sie nicht mehr gemacht. Wir wissen, Babylon passiert, wir haben die Geschichte von Nehemia, wir haben die Geschichte von Esra. Und was macht Gottes Volk? Er schließt die Türen zu seiner Stadt und sagt, so, jetzt sind wir für uns und wir halten jetzt jede Richtlinie, die Gott uns gibt, ganz strikt ein. Jeder kann damit folgen? Ja. Ja. Ja? Ja. Das heißt, nach Babylon tun sie keine Form mehr gießen. Sie tun diesen Götzen so nicht mehr anbeten. Waren sie aber Gott treu? Nein. Nein. Was haben sie denn jetzt gemacht? Sie haben diese Eigenschaften von diesem Abisbullen auf ihr eigenen Gott, also diesen Gott, übertragen. Genau, Jesus kommt, deswegen steht ja auch das Ende des alten Israels. Jesus kommt, welchen sie hätten anbeten sollen, haben sie aber nicht gemacht. Warum? Warum haben sie Jesus nicht angenommen? Die Pharisäer, die Juden. Weil sie haben ihn nicht erkannt. Weil er nicht so gekommen ist, wie sie gedacht hätten, dass er kommen würde. Und das kommen wir jetzt zum zweiten Problem. Dieser Götze, sage ich jetzt mal, hat einen Charakter. Und wie sah der Charakter aus? Das hat Pauli noch heute auch wiederholt. Wie hätte er kommen sollen? Es hatte ein mutiges Herz. Ja, ein kämpfender Geist. Also stark. Kampf. Und was noch? Fruchtbarkeit. Fruchtbar. Also zumindest versteht ihr doch ziemlich die Sachen. So, dieser Abisbulle, was sie in Ägypten gelernt haben, war einmal die Form, ist kalt. Das machen sie nicht mehr nach Babylon. Aber diesen Charakter, der ist immer noch in den Köpfen drin. Und somit fallen sie hier ab, nicht weil sie Götzen in einer Form anbeten, sondern wegen ihrer innerlichen Einstellung, weil sie den Charakter nicht abgelegt haben. Macht das Sinn? Ja. Ja. Okay? Mhm. So, das ist das Studium des Apisbullen. Der Apisbulle, das Studium sagt uns, dass ein Götze zwei Teile hat. Einmal die buchstäbliche Form, aber auch eine Charaktereinstellung sozusagen. Was für Eigenschaften hat denn dieser Götze? Und wenn man das jetzt Gottes Volk durch die Geschichte hindurch betrachtet, wissen wir, dass Gottes Volk nur sehr, sehr wenig mal Gottes Gebote gehalten hat. Weil einmal verfallen sie, dass sie einfach einen Götzen in Form anbeten. Das schaffen sie dann ab, aber sie haben dann immer noch die Eigenschaften in sich drin verankert. Und beides Mal trennt sie es von Gott. Einmal trennt sie es buchstäblich von Jehova. Ständig kommen Feinde. Sie gehen sogar dann schlussendlich in die Gefangenschaft. Und das andere Mal nehmen sie Jesus, den Erlöser, nicht an, weil sie eigentlich im Inneren immer noch Götzen, Anbetung betreiben, weil sie diese Eigenschaften wollen. Welches die Eigenschaften des Apisbullen war. So, das war das Studium im Mai. Jetzt wird es komplizierter, weil jetzt wollen wir ja wissen, was ist das für unsere Zeit? So, für unsere Zeit, wenn wir Tess jetzt nehmen, von dem, was sie im Sommer gesagt hat, was richtig ist, ist das hier ist das alte Israel. Das moderne Israel. Wo war das moderne Israel gefangen? Wo sollte es herauskommen? Wo sollten die Milleriten herauskommen? In den Protestantismus. Die Milleriten sollten aus den Protestanten rauskommen.
So. Und Tess hat den Sommer damit verbracht, den Abfall, den Götzendienst, den die Protestanten betreiben, zu beschreiben. Und das ist, was die Shanice ja in der Schweiz wiederholt hat, ist, dass du das jetzt auch auf das moderne Israel anwenden kannst. Und du siehst, wie zwar das moderne Israel aus dem Protestantismus rauskommt, aber immer wieder diese Götzenanbetung betreibt. Bis heute. Welches die Adventisten sind. Wir wissen, Jesus kommt in unserer Generation. Aber warum können Adventisten Jesus nicht, warum sehen sie nicht, wie kurz wir vor der Wiederkunft sind und so weiter? Weil sie es nicht erkennen. Warum erkennen sie es nicht? Weil Adventisten vielleicht keine Form in der Hinsicht mehr anbeten, aber immer noch dieser Charakter innerlich. Und Test zeigt auf, was haben wir von den Protestanten, was haben wir hinterlassen, wo sind wir rausgekommen, aber beten irgendwie immer noch an. Und sie zeigt auf, dass das die Verschwörungstheorien sind. Verschwörungstheorien kommen nicht von Walter Veit, sondern im Gegenteil, das, was Walter Veit sagt, sind eigentlich protestantische Lehren und Aussagen im 18. und 19. Jahrhundert gewesen. Was Walter Veit sagt, ist absolut nichts Neues. Im Gegenteil, es zeigt auch, dass diese konservativen Adventisten das hat auch immer noch den Götzen anbieten, beten, wo sie hätten rauskommen sollen. Bitte, Röcke. Das war die Jedediah-Morse, ne? Ja, und es tut mir leid, diese Vorträge, die Tess darüber gehalten hat, die sind extrem schwierig zu übersetzen, weil sie sehr viel Geschichte bringt und sehr lange spricht und sehr schnell spricht. Aber ich versuche mich demnächst dran zu setzen. Also, die erste Lehre, die wir für uns rausziehen können, ist, dass die STA immer noch den Götzen der Protestanten anbetet. In einer Form, die nicht so gerade heraus ist, dass es so offensichtlich ist. So, wir wissen aber, ein Symbol kann mehr als eine Bedeutung haben. Wir nehmen das Regel. Wir wissen, dass ein Gleichnis mehr als eine Bedeutung haben kann. Das war Bedeutung Nummer 1, zu zeigen, was das alte Israel gemacht hat und was das neue, moderne Israel macht. Dass die Adventisten sich immer noch in Götzendienst befinden, weil sie nicht ganz von dem, was sie im Protestantismus gelernt haben, sich entsagt haben. So, Punkt Nummer 2, den Test heute gebracht hat, ist, dass sie jetzt die Medaille umgedreht hat. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt auch alle die Medaille umdrehen und was komplett Neues und anderes lernen. Weil jetzt sagt sie, heute drehen wir das um. Der Götze, den wir eigentlich anbeten sollen, wo Gott sagt, wir sollen ihn anbeten, ist was? Was hat sie heute uns erklärt? Kann sich jemand erinnern? Mensch. Was ist genau deine Frage? Was hat Tess heute gesagt, ist der Götze, den wir anbieten sollen? Sie hat es nicht in den Worten gesagt, aber das Prinzip ist auf den Punkt so gebracht. Was hat sie heute früh gesagt? So wie Gott wirklich ist und nicht wie wir denken, dass er ist. Und wie ist Gott wirklich? Was müssen wir rausfinden? Er ist kein Nationalist und Sexist. Ich höre euch nicht, ihr seid zu leise. Er ist kein Nationalist und Sexist. Und was ist das Gegenteil von Nationalismus und Sexismus und Homophobie? Wie nennen wir das? Ungleichberechtigung. Gleichberechtigung. Das ist, was sie heute gesagt hat. Ah ja. So. Lehre Nummer 1 war das.
Jetzt tut uns das gleiche Studium eine zweite Lehre geben, die mit dem nicht zu viel, nicht viel zu tun hat. Und ich hoffe, ihr kommt mit. Nummer zwei war, dass unser Götze, also was wir anbieten sollen, Gleichberechtigung ist. Und Gleichberechtigung hat was? Zwei Aspekte. Gleichberechtigung hat eine Form sozusagen, etwas Äußeres, was man sehen kann. Aber Gleichberechtigung hat auch was? Eine innere Einstellung. Um das zusammenzufassen, was Tess heute Morgen gesagt hat, ist, das sind Themen, die sich über Monate aufgebaut haben. Also das Studium, was hier essentiell ist, ist das Studium, was Paminda in Portugal gemacht hat, über wo es darum geht, was bedeutet Götzenanbetung, was ist Anbetung und wen sollen wir anbeten, Nummer 6. Darauf bezieht sich das Ganze jetzt. Und Tess sagt, dass wir Gleichberechtigung tun sollen in der Hinsicht. Es hat zwei Aspekte, einmal die Form und einmal die Einstellung. Und sie sagt, letztes Jahr hatten wir eine Sichtung, als wir die Form eingeführt haben. Die Form ist, dass Frauen Hosen anziehen dürfen. Die Form ist, dass Frauen Leitungspositionen einnehmen können und eingesegnet werden. Und da, was passierte? Viele sind gegangen, es war eine Sichtung. Manche sind geblieben. Das heißt, manche haben das hier bestanden. Aber neue Dispensation, neuer Test. Jetzt geht es nicht um die Form, sondern jetzt in unserer Dispensation geht es um was? Charakter. Eine Stufe höher. Es geht um den Charakter, die Einstellung. Unsere Sichtung, in der wir uns jetzt befinden, geht nicht mehr darum, dass wir Frauen erlauben, dass sie vorne stehen können und predigen können oder dass sie Hosen anziehen dürfen, sondern jetzt geht es tiefer. Was ist unsere innere Einstellung? Tun wir sie annehmen? Tun wir sie unterstützen? Machen wir, was sie sagen oder nicht? Und da wird das Ganze schwerer. Weil das hier hat einen ganz vielen, wie soll ich sagen, das beinhaltet sehr viel. Afrika wird es sehr offensichtlich, solche Dinge wie Mitgift oder soll meine Frau das... Wir dürfen nicht vergessen, was wir vor ein, zwei Generationen in Europa abgelegt haben, ist noch komplett in Afrika da. In Afrika kochen Männer kein Essen. In Afrika tun die Männer niemals ein Kleidungsstück waschen. Oder weißt du, guck mal, Frauen dürfen noch nicht mal in den Seminaren vorne sitzen, müssen hinten sitzen. Oder dass Frauen, ich muss es euch nicht alles nennen, wir wissen, dass Afrika ein schlimmes Ort ist. Das heißt, das wird sehr offensichtlich für uns. Ja, in Afrika sind ja die Probleme, die sind nicht bei uns. Aber wir haben genau die Probleme. Herrscht wirklich Gleichberechtigung in der westlichen Gesellschaft? Nein, tut es nicht. Im Gegenteil, hier im Westen sind die ganzen Dinge subtiler, wo die Gleichberechtigung ist. Wir könnten solche Themen wie gleichberechtigtes Bezahlung ansprechen oder der Fakt, dass Frauen Führungspositionen viel weniger bekommen als Männer. Oder der Fakt, auch im Haushalt herrscht noch nicht wirklich Gleichberechtigung. Oder wir könnten auch noch ein bisschen subtiler werden. Wie sieht es aus mit Frauen, warum sie sagen, dass sie Schmuck tragen sollen? Oder dass sie sich gewiss kleiden? Das hat alles mit der Einstellung von Gleichberechtigung zu tun. Eine Frau, die sich Schminke drauf tut und Hotpants anhängt, hat nicht die Einstellung der Gleichberechtigung. Sie mag vielleicht den Rock abgelegt haben, so sie hat die Form der Gleichberechtigung, aber wenn sie meint, Hotpants anziehen zu müssen und Stöckelschuhe oder Make-up, das demonstriert sie, dass sie eigentlich eine Sexistin ist,
weil sie nicht in Gleichberechtigung glaubt. Und das ist viel subtiler, als wir zuerst vielleicht gedacht haben. Genauso hier mit den Männern bezüglich Gleichberechtigung. Wir haben am besten genug Beweise, dass Gleichberechtigung nicht existiert. Und es geht hier um die Einstellung. Das ist unser Test in dieser Dispensation. Und das ist die Sichtung, in der wir uns befinden. Und wir dürfen nicht denken, dass wir davon sicher sind. Weil diese Form des Sexismus herrscht in unserer Bewegung. Und ich habe es oft genug gesagt, wo ich gesagt habe, ich erwarte, dass Leute noch weiterhin von uns gehen. Weil sie haben vielleicht die Form angenommen, aber sie haben immer noch nicht die innere Einstellung, die korrigiert werden muss. Okay, das war Punkt Nummer 2. Ja. Form und Charakter. Form und Charakter der Gleichberechtigung annehmen. Und tut mir leid, ich habe jetzt über Sexismus gesprochen, aber hier geht es auch natürlich um Rassismus, Nationalismus und Homophobie. Es geht um die Form, es geht aber auch um die innerliche Einstellung. Und der dritte Punkt, um es abzuschließen, und dann könnt ihr noch eine Frage stellen, falls ihr wollt. Das war der Punkt, den Paminda heute Abend gemacht hat. Paminda, wenn man sein ganzes Studium auf 5 Sätze zusammenpackt, würde ich vorschlagen, dass Paminda heute Abend Folgendes gesagt hat. Jetzt ist es mir entfallen. Es darf doch nicht wahr sein. Ich wollte so schnell machen, damit ich diesen Punkt nicht vergesse. Jetzt bin ich da und vergesse ihn. Ah, danke. Paminda bezieht sich auf das Studium, das er in Portugal gemacht hat. Und er zeigt auf, wie das Thema von dem Apisbullen uns aufzeigt, wie nahe doch die Wahrheit und die Fälschung nebeneinander sind. Wir kennen die Linie mittlerweile der Wahrheit und wir kennen die Linie der Fälschung. Wir haben uns in letzter Zeit sehr viel mit der Linie der Fälschung sind wir umgegangen. Und Paminda's Punkt ist, kommen wir jetzt zur Anbetung. Ja? Götze, Apis, Bulle. So ist die wahre Anbetung, lass mich das wiederholen, so ist die falsche, die gefälschte Anbetung sehr ähnlich der wahren Anbetung. So, das ist so, macht so recht Sinn, wenn man das vielleicht so sagt. Aber was ist die Auswirkung davon? Schauen wir um uns. Schauen wir die alten Römer an. Babylonier, Griechen, die ganzen alten heidnischen Völker. Schauen wir uns den Buddhismus an. Schauen wir uns den Katholizismus an. Und wir sehen eigentlich, dass diese Form der Anbetung, die diese Religion praktizieren, gar nicht mal so weit entfernt sind von wahrer Anbetung. Und das ist das Pulverfass, wo jeder Adventist zum großen Kampf gehen würde oder zum Leben Jesu und aufzeigen würde, wie schlimm die katholische Kirche eigentlich ist und was sie doch für einen Götzendienst betreiben. Vergessen wir aber nicht, dass Satan alles nachmacht. Warum sollte er auch nicht die Anbetung Gottes nachmachen? Und das war Paminda's Punkt heute Abend, dass die gefälschte Anbetung, buchstäblicher Götzendienst, der Apis Bulle, das Prinzip dieser Anbetung, dieser falschen Anbetung, liegt der wahren Anbetung sehr nahe. So wahre und gefälschte Anbetung liegen nahe beieinander. Hat das Sinn gemacht? Ja.
Ja. Das auf heißt, jeden Fall. Das heißt, ein Studium, was im Mai von Tess ganz simpel aufgezeigt wurde, hat mittlerweile drei Anwendungen, lehrt uns mittlerweile drei Dinge. Einmal, dass die SDA den protestantischen Götzen anbetet, immer noch, welches Verschwörungstheorien sind und geht durch die Geschichte hindurch. Mit der protestantischen bin ich mir nicht ganz so vertraut. Wie gesagt, das sind Videos, die noch übersetzt werden müssen. Heute wurden uns zwei weitere Anwendungen gegeben. Einmal, dass wir Gleichberechtigung in Form und im Charakter annehmen müssen und dass dies zwei Sichtungen sind. Letztes Jahr ging es um die Form, dieses Jahr geht es um die innere Einstellung. Gleichberechtigung basierend auf Rassismus, Sexismus, Homophobie. Dritter Punkt von Parminder heute, das hier ist Tess, das ist Parminder. Im dritten Punkt geht es darum, wie Parminder zeigt, dass die wahre Anbetung, die Anbetung Gottes, sehr ähnlich ist, beziehungsweise dass die Fälschung davon sehr ähnlich am Wahren ist. Was etwas ist, was wir immer mehr sehen, vor allem in dieser Linie der Fälschung, die gefälschten Reformlinien. Gut, das habe ich jetzt so durchgezogen. Fragen stellen. Jetzt könnt ihr Fragen stellen, obwohl wir schon über die Zeit sind. Aber wenn ihr weitermachen wollt, können wir noch Fragen beantworten. Kein Problem. Also nur schnell, also das heißt, diese Wörter, die ich heute gefragt habe, die beziehen sich nur auf das Studium vom IP-School, nicht nach etwas anderem. Nein, beziehen sich eigentlich jetzt direkt auf dieses Studium des IP-School. Könnte aber natürlich sein, dass in 2-3 Monaten Entschuldigung, es ein Studium gibt, wo das hier wieder wiederholt und erweitert wird. Ah ja, klar. Ist eine Wiederholung und Erweiterung von dem hier. Ja. Und nochmal was, also heißt das, dass es dieses Jahr auch eine Spaltung über dieses Thema geben wird? Oder so? Über das in einer Spaltung. Okay. Und dieses Wort Denkweise, das sie noch erwähnt hat, sie hat auch immer wieder Mindset gesagt. Ja, das ist jetzt das Problem mit der englischen Sprache. Im Englischen bedeutet das hier so, es wurde Charakter gesagt, es wurde Mindset gesagt und es wurde Mind gesagt. Die Frage ist jetzt, wie tut man Mindset und Mind übersetzen? Weil normal würde Mind eigentlich Verstand bedeuten, kann aber auch die Einstellung, Denkweise und so weiter bedeuten. Das ist die schwierige Deutschwahl jetzt. Aber mit Mindset oder Mind wird eigentlich gedacht, eigentlich das gemeint, wie die innere Einstellung ist. My mind is that we always have to think positive. Also meine Denkweise oder meine Einsicht ist, dass wir immer positiv denken müssen. So in dem Dreh. Hier hat noch eine Frage. Ja, bitte? Die wahre und die gefälschte Anbetung, um das geht es mir, liegt ja auch nahe, dass der Satan die Wiederkunft vortäuschen will. Ja, tut er auch. Wir wissen von Ellen White, dass er sich ja eigentlich als Christus personifizieren wird. Aber ich meinte auch ein Zitat im Hintergrund irgendwie zu haben. Das müsste ein standardadventistisches Verständnis, dass Satan nicht erlaubt ist, die Wiederkunft nachzumachen. Also diese hier. Ja, verstehe schon, ja. Ich kenne das Zitat. Du kennst das Zitat? Ja. Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, wolltest du eine Frage? Ich habe das, was du zuletzt gesagt hast, nicht ganz verstanden, meine ich. Also die Frage war, kann Satan, wenn er alles nachmacht, kann er die Wiederkunft nachmachen? Mhm. Und ich meinte mich, und Bernhard tut sich auch daran erinnern, ein Zitat gelesen zu haben von Ellen White, wo sie sagt, dass Satan nicht erlaubt wird, diese Wiederkunft nachzumachen. Aber irgendwie gibt es doch auch ein Zitat, dass er es nachmachen wird. Ja, das meine ich auch. Also nicht die Wiederkunft direkt, sondern er wird nachmachen, dass, ich sage, eine Erscheinung als Engel des Lichts, wo er
sagen wird, was die wahre Anbetung ist, damit noch eine ganze Menge verführt werden. Da dürfen wir aber nicht vergessen, dass Ellen White das im Kontext vom Sonntagsgesetz gesagt hat. Dass Satan kommt und sagen wird, ja, der Sonntag ist der Tag, wo man anbeten soll. Und wir wissen bereits, was wir mit großem Kampf und Sonntagsgesetzfrage tun müssen. Wir müssen es in den Kontext von unserer Zeit bringen. Das heißt, ob Satan sich wirklich personifizieren wird in dieser Zeit am Ende der Welt, bleibt noch offen. Das wäre meine Antwort darauf. Danke, okay, ja. Ich denke, viele Sachen haben ja wir falsch verstanden oder ja, falsch verstanden, dadurch, dass wir keine Methode wussten, die wir bei Schwesterweit benutzen können. Ne? Ich denke, ich würde es so nennen, dass wir Dinge immer besser verstehen. Und zwar das Beispiel, was Tess gibt, was ich wirklich interessant fand, war, wenn du im Physikunterricht bist oder Biologieunterricht, da wird dir beigebracht, wie eine Zelle aussieht. Und dann am Ende deiner Schule wird dir eigentlich beigebracht, dass was du in der 5., 6. Klasse gelernt hast, eigentlich gar nicht stimmt. So, jetzt ist die Frage, warum bringt man den Kindern das eigentlich in der 5. so bei und dann in der 11., 12. bringt man es ihnen anders bei? Und ich denke, die Antwort darauf ist, weil man nur in dem Stadium, wo man ist, nur so viel aufnehmen kann. Ist voranschreitend. Und ich würde vorschlagen, dass in der Bewegung es sehr ähnlich war. Gott musste uns so nehmen, wie wir waren, mit unserer oberflächlichen Verständnis, mit viel Ballast der Vergangenheit, dadurch, dass wir geschlafen haben. Und er musste uns Dinge Stück für Stück beibringen. Und jedes Mal lernen wir die Dinge tiefer und besser. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Unterschied, als wenn wir dauernd sagen, wir haben falsch gemacht und jetzt richtig. Ich glaube, es wäre besser mittlerweile zu sagen, dass wir immer ein tieferes Verständnis haben. Und durch dieses vertiefte Verständnis berichtigen wir immer mehr. Oder kennen mehr die Details. Ja, vielen Dank. Jutta, hat es dir heute Abend geholfen? Ganz wunderbar, Tamina. Dankeschön. Okay. Du, darf ich noch fragen? Ja, bitte. Nummer zwei, du hast gesagt, dass protestantisch Anbetung und Adventist irgendwie gleiche Anbetung. Das war Punkt Nummer 1. Was heißt das? Das war, glaube ich, Punkt Nummer 1. Es ging darum, dass man die Parallele von dem alten und dem modernen Israel hat. Ja. Alte Israel lernt in Gefangenschaft etwas, was sie immer wieder praktizieren. Und das führt dazu, dass sie Jesu kommen, sein erstes Kommen nicht verstehen und ihn nicht annehmen. Parallele zum modernen Israel. Das moderne Israel ist gefangen in dem abgefahrenen Protestantismus. Gott ruft sie raus, Zeit der Minoriten, Zeit der Adventisten. Aber die Adventisten tun Dinge, die sie im Protestantismus gelernt haben, mit sich nehmen. Und diese lassen sie nicht los. Und das verursacht, dass sie die zweite Wiederkunft Jesu nicht verstehen und auch nicht annehmen. Ja. War ich zu schnell? Nein, aber es ist schwierig zum Umsetzen. Ja, vielleicht wird dieser Bereich noch ein bisschen einfacher, wenn ich mich durch die Präsentation von Tess da durchkämpfe bezüglich Deutsch-Englisch. Aber sie werden noch übersetzt. Ich wollte jetzt erst. Danke. Danke. Ja. Sonst noch irgendeine Frage? Was wir dürfen das aussehen mit dieser Spaltung jetzt wegen Form und Charakter? Ich habe nur Spaltung verstanden, der Rest war zu leise.
Also wie ist das zu verstehen, dass jetzt eine Spaltung ist unter uns oder wir mittendrin sind wegen Form und Charakter? 2019 hat eine Spaltung. Ich denke, das haben die meisten mitbekommen. 2020? Aber du meinst, dass wir wieder eine erneute Spaltung haben? Ja. Momentan verlassen so viele Leute die Bewegung wegen dem hier. Ah, das war ein guter Punkt. Den darf man nicht vergessen. Das war ein Punkt von Parmenas heute von der Präsentation heute Abend. Wir wissen, dass Leute in die Bewegung getauft werden. Wir wissen, jeder, der sich taufen lässt, geht durch ganz normal. Durch Taufunterricht durch. Und die Person wird betrachtet, ob sie überhaupt bereit ist für die Taufe. Und Parmenas hat gesagt, was er erwähnt hat, ist, dass dieses Thema des Apisbullen, die Anwendung von Tests, die sie heute getätigt hat, das ist Thematik von Organisation. Und es bedeutet, dass wenn Leute sich in die Bewegung taufen lassen wollen, dass sie aufgrund dieser Dinge geprüft werden. Und wenn jemand nicht diese Dinge, die richtige Einstellung hat, kann nicht getauft werden, somit nicht Mitglied dieser Bewegung werden. Und das nächste ist, kann auch nicht eine Position der Führung in dieser Bewegung einnehmen. Und das, denke ich, ist eine sehr starke Aussage, die vielen nicht gefallen wird. Und mein Fokus ist beides. Die Männer haben Probleme damit. Und meine persönliche Meinung ist, dass auch viele Frauen hiermit Probleme haben. Und beide Parteien müssen ihren inneren Säuberungsprozess durchlaufen. Mhm. Hat das Sinn gemacht? Eigentlich heißt es ja dann auch, dass man gerade diesen Charakter bei sich selber auch sehr genau untersuchen muss. Wo bin ich eigentlich? Wo stehe ich? Wie ist meine Einstellung? Weil die Form, die ist ja mehr oder weniger einfacher zu halten, sage ich jetzt mal, also nicht für jeden, weil wir haben es ja schon gesehen, dass da Spaltung war, aber der Charakter geht noch mal tiefer, weil die Form ist was Äußerliches, Charakter ist was Innerliches. Du triffst den Nagel auf den Kopf, Jutta, weil jetzt soll jemand noch mal sagen, dass diese Bewegung, in der wir uns befinden und die Botschaft, die wir vertreten, nicht charakterverändernd ist. Mhm. Das ist oft ein Argument, welches an die Leute, an die Bewegung herangetragen wird. Und es ist eine Lüge. Weil alles, was die Botschaft dieser Bewegung macht, ist Charakterveränderung. Aber Gott macht es Schritt für Schritt. Aber kann man... Und, jetzt habe ich den Punkt vergessen, es war noch was Wichtiges. Ist okay. Ali? Also kann man, aber dieser Charakter ist eigentlich Gleichberechtigung eben, oder? Ja. Das heißt, eigentlich verlassen die Leute... Gleichberechtigung in der Form, alle, die wir hier sind, haben es angenommen. Das hier ist unser Test. Hm. Nicht nur, ob Frauen in Hosen zu unseren Seminaren kommen können. Sondern wie... Das ist der Test vom letzten Jahr. Jetzt geht es um die innere Einstellung. Mhm. Und jeder demonstriert seine Frucht bezüglich seiner Einstellung. Mhm. Ende der Sichtung sind. Wir sind nicht am Anfang dieser Sichtung. Und bevor ich es vergesse, deswegen sage ich nochmal, warum Tess gesagt hat, hier es ging um den Charakter, das ist eine viel wichtigere Botschaft für uns heute, als zu wissen, wer die Wahl im November gewinnt. Das wollte ich nochmal wiederholen. Jutta?
Ja, und ich habe doch jetzt die Vorträge von Zimbabwe gehört. Und da hat ja auch der Paminder mal auch was gesagt. Und zwar, wenn jetzt, gerade mit Afrika, wenn jetzt die Mann und Frau wollen heiraten und die haben jetzt die Gleichberechtigkeit, sagen sie, okay, ja, wir sind gleichberechtigt. Jetzt geht es aber um die Mitgift zu bezahlen. Und jetzt geht es Hickhack los, ja, muss ich Mitgift zahlen oder zahle ich überhaupt Mitgift, weil die andere Familie das will, dass die Frau die Mitgift an den Mann bezahlt. Und eigentlich müsste sie jetzt sagen, sie können zwar äußerlich sagen, wir sind gleichberechtigt, wir Mann und Frau, aber wenn sie jetzt das tun, diese Mitgift trotzdem zu bezahlen, dann würde das ja nicht stimmen. Sie müsste jetzt eigentlich sagen, nein, das tun wir nicht. Ich stimme ja. So. Ne? Ja, und das alleine, diese Frage kann in Afrika über Tod und Leben ja. Entscheiden. Genau. Es ist eine Kultur, die uns fremd ist, aber oft sind es ja noch so Stämme in Afrika. Und wenn ein Ehepaar sagt, wir machen keine Mitgift, kann es passieren, dass da auch den Leuten, diesem Ehepaar oder der Frau oft, es an den Kragen geht. Ja. Wie ist es mittlerweile ein Test auf Leben und Tod geworden? Und es geht hier nicht auch nur um die Mitgift in Afrika, sondern in Afrika hast du die ganze Kultur, was Frauen alles tun müssen oder bestimmte Zeremonien, wenn die Familie zu Besuch kommt. Und Gleichberechtigung bedeutet, dass dieses Ehepaar, was in der Bewegung ist, diesen Zeremonien, nicht mehr, die so sexistisch sind, nicht mehr nachgeht. Das heißt, was diese Leute entgegengehen, ist komplette Familienschande, oft ausgestoßen zu werden, bis zu ihrem Leben es zu lassen. Für diese Leute ist es sehr extrem geworden. Ich sage aber, im Westen, wir haben den gleichen Test, aber bei uns ist es viel subtiler. Und was ist gefährlicher? Die Leute, die als Märtyrer sterben, oder die, wo es so ein bisschen schön lauwarm ist und eigentlich relativ gemütlich ist. Wenn wir die Geschichte anschauen, wissen wir, dass Gottes Gemeinde immer am besten dargestanden ist, wo die Verfolgung offen ausgebrochen ist. Siehe die Christenheit, siehe die Protestanten, siehe die Waldenser. Es wird gefährlich, oder ich meine, das ist auch leicht gesagt, das als Märtyrer zu sterben, wissen wir, schlimm. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wenn unser Umfeld so lauwarm ist, sind wir viel dazu eher geneigt, einzuschlafen und den Test zu verpassen, anstatt dass wir hellwach sind und uns wirklich innerlich säubern. Und das ist das Problem, was wir im Westen haben. Wir sollten nicht zu viel nach Afrika gucken, weil wir sind dabei, unseren eigenen Test zu verfehlen. Tamina? Ja? Ich meine, wenn wir sagen, ja, wir akzeptieren die Gleichberechtigung, wie sieht das bei uns aus, wenn wir es nur sagen und nicht tun, zum Beispiel? Was bedeutet es sagen und nicht tun? Nee, ich meine, es ist einfach zu sagen, ja, ich glaube an Gleichberechtigung, oder? Ja, für manche war das 2019 sogar sehr schwer, und zwar so schwer, dass sie die Bewegung verlassen haben. Mhm. Wie Gleichberechtigung aussieht, ich glaube nicht, dass du hier in diesem Begriff eine generelle Regel festmachen kannst, weil jeder von uns in einer unterschiedlichen Situation ist, in einem unterschiedlichen Umfeld, und wir können die Prinzipien nur auf uns selber anwenden in der Situation. Deswegen, wenn du sagst, wie sieht es aus, ich kann dir nicht sagen, wie es aussieht, weil man das immer situationsbedingt betrachten muss und dann urteilen muss. Aber wir kennen die Grundprinzipien der Gleichberechtigung. Wir müssen einfach nur darüber studieren,
wie denn die Diskriminierung aussieht. Diskriminierung basierend auf Nationalismus, Sexismus und Homophobie. Und dann werden wir wissen, dass Gleichberechtigung ist. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dieses Thema wirklich studieren. Wir müssen wirklich studieren, was ist es, diese Diskriminierung, die passiert. Wir müssen die Menschenrechte achten und hochhalten. Und das geht subtil bis in unsere alltäglichen Handlungen rein. Aber wie meint man? Unseren Verstand und unsere Erfahrung schärfen müssen. Wie meint man das genau mit dem Charakter? Also das sind einfach diese Eigenschaften von der Gleichberechtigung, die wir jetzt halt sozusagen selber annehmen sollten, oder? Ja. Okay. Das geht, hier in Portugal haben wir über Diskriminierung gesprochen. Vielleicht ist es gut, wenn man diese Vorträge nochmal anschaut. Abgesehen davon gibt es wirklich gute ZDF-Dokus und alle davon habe ich jeweils immer in gegenwärtiger Wahrheit gepostet. Schaut euch die Dokus an. Man bekommt ein verfeinertes Gespür für was richtig und was falsch ist. Aber ich weiß, dass oft wir das nicht haben oder dass wir oft Dinge nicht verstehen, das würde ich aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir nicht unbedingt damit übereinstimmen, sage ich jetzt mal, weil wir uns nicht informieren. Wir informieren nicht uns über Kontext, über was ist denn eigentlich Sache. Ja, wir machen so Aussagen wie, ja, ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar kein Beispiel, aber ich könnte jetzt mal sagen, okay, wir stehen hinter Trump, sage ich jetzt mal 2016, und informieren wir uns, merken wir ja, die Seite von Trump, da ist gar nicht so gut zu stehen. Oft fehlt uns die Bildung. Wenn wir Diskriminierung nicht verstehen, wenn wir Sexismus, Nationalismus, Homophobie, diese ganzen Themen nicht verstehen, dann ist es, weil wir uns damit nicht auseinandersetzen und uns darüber bilden. Und das sollten wir tun. Das sind unsere Hausaufgaben. Und da können wir nicht auf Pamela und Tess warten, dass sie uns Präsentationen vorbringen und sagen, also das sieht jetzt so aus. Das wird niemals kommen. Das sind unsere Hausaufgaben, die wir zu erledigen haben. Mhm. Pamela und Tess haben uns aufgezeigt, dass das unser Test ist. Sie bringen auch Beispiele, das will ich nicht außer Acht lassen. Aber oft sind es die Leute innerhalb der Bewegung, die meinen, nicht ihre Hausaufgaben machen zu müssen. Und ich klage jetzt niemanden an, ich weiß, es ist auch schwer. Und meinen, Pamela und Tess müssten sie alle füttern, wie Babys. Dabei wissen wir, Pamela und Tess sind zwar unsere Leitung, aber wir sind alle Priester. Wir müssen alle erwachsen werden und stehen. Das bedeutet, wir müssen anfangen, unsere Hausaufgaben zu machen. Wir müssen diese Dinge lernen, dass wir selber ein Gespür dafür bekommen. Tamina, ich habe nochmal einen Gedanken. Verstehst du mich? Ja. Auf die Aline, die auf die Form und Charakter angesprochen hat. Wenn ich das nur mal auf Hosentragen reduziere, dann hat natürlich jede Frau der Form halber das angenommen, indem sie zeigt, dass sie Hosen trägt. Aber im Charakter zeigt sich dann auf dieses kleine Bild nur, welche Hose sie trägt. Und das ist eine Charaktersache. Es geht ja nicht nur darum, ich ziehe eine Hose an, aber wenn es nachher hauteng ist, kann ja auch eine Frau sagen, ich ziehe Hotpants an oder enge, ganz enge Jeans. Das ist dann der Charakter. Ja, in der Aussage stecken mehrere Dinge. Erstens, erinnert euch, dass Pamela gesagt hat, auf dem internationalen Seminar, ihr müsst jetzt alle Hosen anziehen. Und er meinte das ernst, weil es dazu gebracht hat, bedeutet hat, dass Frauen gleichberechtigt ist. Es wurde durchgesetzt. Da gab es keine Wahl sozusagen. Und das war richtig und das war wichtig. Heute gibt es Videos im Internet, die das komplett anprangern und umdrehen, wie praktisch die Bewegung Leute zwingen würde und wie blöd es ist, Leute jetzt zu zwingen, Hosen anzuziehen oder sowas. Diese Leute sind einfach nur, nehmen Dinge, sie verstehen überhaupt nicht, was wir in der Bewegung sagen. So. Also erstens nochmal aufzuzeigen, warum es so wichtig war, dass Pamela das an diesem Seminar gemacht hat. Und das nächste ist, wir haben ja drüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, hier ist das Problem, Männer und Frauen.
Und eine Frau, die dann zwar ihren Rock ablegt, und das bedeutet nicht, dass Frauen jetzt keine Röcke tragen dürfen, sondern das Hose ist ja nur das Symbol der Gleichberechtigung. Es fängt, diese Person fängt dann aber an, Hotpants zu tragen, dann kannst du auf diese Person hingehen und sagen, hey, warum trägst du die Hotpants? Und die Frau sagt vielleicht nur, ja, das war doch gewohnt und sowas und merkt nicht, dass es nichts mit den Prinzipien der Kleidung, die wir von Ellen White bekommen hat, zu tun haben. Und sie sagt, oh, das ist mir neu, jetzt verstehe ich das, ich kaufe mir andere Hosen, dann gut ist. Aber wenn diese Person in den liberalen Graben gefallen ist und gesagt hat, ich bin jetzt frei zu tun und lassen, was ich möchte, und ich ziehe die Hotpants an, demonstriert sie, dass sie die Form angenommen hat, aber nicht die Einstellung. Ah, okay, ja, das verstehe ich jetzt besser. Aber bei Männern ist es genauso. Männer können sagen, okay, Frauen können jetzt eingesegnet werden. Hab mal eine Frau als dein Boss. Und diese Frau sagt dir, was du zu tun und was du zu lassen hast. Ja. Und dann werden ganz schnell viele Männer sagen, so aber nicht mit mir. Ja, heute hat sie ein Beispiel gebracht, wo sie gesagt hat, dass es ist die eine Sache, die Frauen zuzulassen, aber sie dann noch mit Respekt und Freundlichkeit zu behandeln, ist etwas anderes. Ja. Amina, ich habe noch eine Frage. Ewiges Leben verlieren. Ich habe noch eine Frage. Mir scheint es so, und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Männer mehr zu knabbern haben an dem Gesamtthema Gleichberechtigung, also Sexismus und alles, was wir wissen. Aber man müsste auch mal sprechen, wo die Frauen eventuell ihre Aufgabe in der Gleichberechtigung haben. Es ist natürlich immer einfach, und da stehe ich da auch hinter, sagen, eine Frau als Boss, Frau verdient nicht gleich viel. Das ist eigentlich, das habe ich verstanden, ja. Aber die Frauen müssten natürlich auch mal nachdenken, ob es auch für sie in dieser Richtung ein Thema gibt. In meinen Präsentationen zumindest spreche ich es immer an, dass Frauen genauso dem Sexismus verfallen sind wie Männer. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was das Thema Sexismus angeht. Und ich meine jetzt eine Frau mit einem Rock, einfach nur der Einfachheit halber. Hier hast du den Mann, hier hast du die Frau. In der Mitte ist Gleichberechtigung. Was muss die Frau tun, um diese Linie, um diesen Richtschnur einzuhalten? Hose anziehen. In diesem Symbol jetzt hier. Was muss die Frau machen? Hier ist Gleichberechtigung. Hier ist die Frau, hier ist der Mann. Wie kriege ich die Frau hier hin? Sie muss nach oben gehen. Die Frau muss nach oben. Wenn man es genau nimmt, muss der Mann sie da oben hinstellen. Das ist ja das gesellschaftliche Problem. Das ist Affirmative Action. Darüber haben wir in der Schweiz gesprochen. Und die in der Schweiz waren, erinnert euch, wie viele Probleme das bereitet hat an dem Sabbat. Ja. Und die Frau muss hier hoch. Was muss der Mann machen? Ihr helfen, hochzugehen. Nein, darum geht es nicht. Wie kommt der Mann hierher? Er muss runter. Der Mann muss runter. Jetzt wollte ich mal mit Rock malen. Eine Frage. Wir sind auf Augen. Ist es einfacher, von unten nach oben zu kommen oder von oben nach unten zu gehen? Von oben nach unten zu gehen ist schwieriger. Darüber könnte man jetzt viel debattieren. Ich denke, beides ist extrem schwer. Aber ich denke, die Geschichte zeigt uns, dass für diejenigen, die ihre Macht abgeben müssen, siehe zum Beispiel Donald Trump, eventuell im November, wir wissen es nicht, extrem schwer ist. Männer können von ihrer Macht nicht loslassen. Das ist der Test für Männer. Und das zerbricht sie. Männer tun ihr ewiges Leben verlieren, weil sie nicht ihre Macht und Position abgeben können, damit Frauen gleichberechtigt sind. Der Test der Frauen ist, diese Macht einzufordern und zu sagen, ich stehe hier
Und ich habe das Recht. Das ist der Unterschied. Ideal wäre, dass der Mann der Frau hier hochhilft. Aber das sind die wenigsten Fälle. Und das ist der Test, in dem wir uns seit zwei Dispensationen befinden. Männer müssen ihre Macht weggeben, was sie nicht zulassen. Und Frauen müssen sich ihre Macht ergattern. Das bedeutet aber auch schon angefangen, dass Frauen wirklich hochkommen. Für junge Frauen, junge Mädchen, die vor der Ehe stehen, würde ich sagen, ihr müsst kämpfen, dass ihr hier steht. Ihr müsst euch Bildung holen. Ihr müsst euch gucken, dass ihr mit beiden Beinen im Leben steht. Dass ihr eigenständig seid, selber denkt, Dinge wisst. Und Männer müssen gelernt bekommen, junge Männer, dass sie ein Partner zur Frau sind und dass sie nicht die verhätschelten Königssöhne ihrer Eltern sind. Weil so werden die meisten Jungs in unseren heutigen Tagen erzogen. Was denkt ihr, wenn der Mann nach Hause kommt, und ich weiß, in modernen Familien fangen an, die Dinge sich zu verändern, aber ich denke, weitgehend sind noch Leute dabei bei uns, die von der alten Generation sind. Aber was ist, wenn der Mann nach Hause kommt und die Frau sagt, Schatz, ich koche heute nicht. Koch du doch. Welcher Mann macht da gerne mit? Oder wenn der Mann die Wäsche machen soll? Oder wenn er Staub saugen soll, damit seine Frau einer Bildung nachnehmen gehen kann? Oder den Job machen kann? Da werden die Dinge extrem schwierig. Die Frau tut sich hinter ihren häuslichen Dingen gern verstecken, um nicht nach oben zu kommen. Das ist ein bisschen Frauen müssen sich selbst überwinden, um hochzukommen. Sie müssen wirklich aufstehen. Aber Männer müssen auch Frauen hier lassen. Das bedeutet, sie müssen Teile der Dinge übernehmen, die Frauen früher gemacht haben. Und die Sache ist die, Revolution in der Geschichte haben bewiesen, dass es nur eine Frage der Zeit ist und diejenigen, die Revolution machen, werden gewinnen. Frauen werden gleichberechtigt sein in Gottes Königreich, ob Männer wollen oder nicht. Männer können sich nur entscheiden, ob sie darüber, über diesen Kampf ihr ewiges Leben verlieren wollen oder ob sie Teil dieses Prozesses, dieser Revolution und im Königreich Gottes sein wollen. Und das ist, glaube ich, ein schwieriger Test für beide Parteien, als wir jemals zu denken wagen. Weil es für beide müssen sich selber überwinden, um dahin zu kommen. Das heißt eigentlich, die Rolle der Frau und die Rolle des Mannes ist so tief eingegraben in jeder, also in der Frau und in dem Mann. Und letztendlich kommt es ja auch alles durch Erziehung, durch Kultur, durch diese ganzen Dinge. Letztendlich muss man die Erziehung aufbrechen und die Kultur aufbrechen. Genau. Und darüber haben wir hier in Portugal beim Frauentreff gesprochen. Der Grund, warum es das gibt, oder auch Rassismus und Nationalismus und Homophobie, ist, weil wir Menschen gewisse Rollen zuspielen. Denkt man an Frau, denkt man an Kinder, an Küche, an Putzen und an Haus. Denkt man an Mann, stark, Muskeln, arbeiten gehen, Geld verdienen, Autos, sonst irgendwas. Sobald wir über irgendetwas nachdenken, sei es sogar Nationen, haben wir ein gewisses Bild. Alles hat für uns Rollen. Und sobald jemand aus seiner Rolle austritt, dann ist diese Person falsch, wird von der Gruppe gedisst, bis diese Person wieder in der Reihenfolge ist. Und das muss verschwinden. Diese Geschlechterrollen. Und da waren die Dokus von No Boys, No Girls, zwei Teile vom ZDF, essentiell zu schauen und zu zeigen, wie Männer und Frauen seit Kindesaltern, im Babyaltern bereits schon erzogen werden, ihre Rolle im späteren Leben zu übernehmen. Frauen sollen dauernd hübsch sein und Prinzessinnen sein.
Die ganze Werbung, ihr ganzes Leben lang werden sie darauf hintrainiert. Während Jungs immer stark und die Helden sein müssen, wird in dieser Dokumentation auch sehr gut gezeigt, wie in Kindesaltern beide Geschlechter darauf hingetrainiert werden. Und wenn eine Frau kurze Haare hat, dann wird sie gesagt, du bist gar keine richtige Frau. Eine Frau muss lange Haare haben. Das Gleiche bei einem Mann. Hat ein Mann längere Haare? Nein, ein Mann muss kurze Haare tragen. Dies muss aufgebrochen werden. Männer dürfen schwach sein, sie dürfen weinen und Frauen dürfen stark sein und sie dürfen führen. Und das muss in unserer Erziehung aufgearbeitet werden, weil es nicht so eine Sache gibt wie, im Englischen nennt man es Generals, Geschlechterrollen. Das muss aufgebrochen werden, wenn wir wahre Gleichberechtigung wollen. Hat es so Sinn gemacht? Total. Ja. Und jetzt sehen wir, dass wir alle Opfer sind. Die Sache ist nur die, wie erfolgreich wollen wir sein? Das ist unsere Frage, die wir uns stellen müssen. Wie erfolgreich wollen wir sein, auf diese grüne Linie zu kommen? Dass wir wirklich wahre Gleichberechtigung haben. Und wir können ehrlich mit uns sein. Jeder muss sich drastisch in seinem Leben, mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Ich auseinandersetzen, mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und wir müssen neu zusammengebastelt werden. Aber durch diese Veränderung zeigen wir, dass diese Botschaft wirklich Macht hat, Menschen zu verändern. Und das ist das, wo Ellen White über das lebendige Zeugnis gesprochen hat. Wo sie sagt, dass das wieder erweckt wird. Das ist das, wo die Leviten und die Tempeldiener sehen werden, was für eine Macht diese Bewegung und Botschaft hat. Weil es Menschen nimmt, die komplett auf der falschen Seite standen, komplett kaputt waren und durch diese Botschaft so verändert werden, dass sie wie ein scheinender Edelstein sind. Und das ist, was diese Bewegung so wertvoll macht. Und man sollte sich 2 bis 3 Mal überlegen, ob man einen Fuß aus dieser Bewegung stellt, nur weil es gegen sein eigenes Ich geht oder die eigenen Gefühle und die eigenen Wünsche. Okay, wenn es keine Fragen gibt, wir haben sehr lange gemacht, würde ich abschließen. Außer jemand will noch was sagen? Wir haben jetzt 2 Stunden studiert. Ja, es war ein langer Tag und mein Tag fängt schon an, ein wenig zu kratzen. Ich hoffe, es hat euch aber Spaß gemacht und dass es viele Fragen beantwortet hat. Ich weiß, es haben noch mehrere Fragen. Ich vergesse nicht, ich habe sie auf einer Liste. Und wenn ihr weiter Fragen habt, dann bitte schickt sie mir. Auch während der Woche, während wir jetzt das Seminar haben, ist es wichtig, dass wir Fragen beantworten, damit wir alle mithalten können mit der Botschaft. Nicht, dass wir eines Morgens aufwachen, eine Präsentation anschauen und sagen, heute ist der Tag für mich, dass ich die Bewegung verlasse, weil ich nicht mehr damit übereinstimme. Das wäre schlimm. Ja. Okay, gut, dann lasst uns noch zum Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Sabbattag, wo wir so viel anhören konnten und lernen konnten und jetzt auch noch drüber sprechen konnten, nochmal das Ganze betrachten konnten. Herr, wir wissen, dass wir in einer schwierigen Zeit leben und wir wissen, dass unser Test Gleichberechtigung ist, nicht nur die Form, sondern auch die innere Einstellung. Wir wissen, jeder hat an sich zu arbeiten. Herr, wir sehen immer mehr von deinem Charakter und wir gucken zurück und wir sehen, wie weit wir gekommen sind. Herr, aber wir sehen auch, wenn wir unsere Geschwister anschauen, auf der ganzen Welt, aber auch die uns am nächsten sind, wie einfach es ist, diese Bewegung zu verlassen. Herr, bitte bewahre uns vor diesem Schritt. Helfe uns fest an den Seilen
von den Linien festzuhalten und nicht mehr loszulassen. Und dass wir dieser Botschaft zulassen, dass sie uns verändert und dass wir ein Zeugnis für dich in unserem Umfeld, in unseren Familien und in unserer Gemeinde geben können. Herr, wir wissen, dass wir uns in einer Sichtung befinden. Herr, wir wissen, dass der deutschsprachige Raum nicht davon verschont ist. Und wir bitten dich, Herr, dass nicht noch eine weitere Seele diese Bewegung verlässt, sondern im Gegenteil, dass wir immer mehr zusammenrücken, zusammenpressen und dass wir die Wölfe nicht unter uns kommen lassen. In Jesu Namen danke ich dir für diese ganzen Dinge. Wir bitten dich auch für die neue Woche. Bitte sei mit einem jeden, dass er genug Zeit findet, an dem Seminar teilzunehmen und dass Fragen beantwortet werden und dass wir auch mit unserer Weltgemeinde zusammenrücken. In Jesu Namen danke ich dir für all diese Dinge. Amen. Amen. Ja.